Ja, Hallöchen, und dann sind wir auch wieder zurück bei F1 2020. Mein Team steht wieder an. Und nochmal große Sorry, ich bin euch ja eigentlich noch was schuldig. Gestern kam keine Folge, Monaco, bei der McLaren-Karriere. Ihr habt nicht einfach nicht mehr zugekommen, hatte auch keine große Motivation mehr und Multiplayer hatten wir das auch nicht gespielt. Also ich glaube, das Rennen kommt dann erst wahrscheinlich diesen Sonntag. Aber jetzt machen wir erstmal ganz normal mit Österreich weiter. Ich weiß immer noch nicht so genau, ob jeden Tag Qualifying und Rennen kommt oder das Rennen kommt dann manchmal später vielleicht oder am nächsten Tag. Ich weiß es nicht genau. Müsst ihr mal genau beobachten. Aber meistens kommt hier eh eine Premiere sozusagen, dann sieht man das ja schon. Naja, mal gucken. Meine Lieblingsstrecke. Im Training war ich auch schon stark. Letzte Saison waren wir auch schon stark, aber wir noch nicht so ein ganz gutes Auto hatten. Jetzt haben wir ein starkes Auto. Und wir könnten sogar den vierten Sieg in Folge machen. Letztes Jahr leider der Frühstart. Wie sieht das Wetter aus? Das Wetter sieht ein bisschen komisch aus, ne? Aber eigentlich soll es trocken bleiben. Muss ich mal eben durchlaufen lassen. Aber ich glaube, das ist eh immer falsch. Das ist nicht so ganz richtig, was hier immer so steht. Haben wir ja schon gesehen. Bisschen buggy, ne? Also einige Sachen müssen immer noch gefixt werden. Perfektes Spiel, das gibt's halt nicht. Oh, das lassen wir dann erstmal so. Ich gucke immer, wie viel Benzin es so gibt. Aber sieht nur noch relativ trocken aus, ne? Ich hoffe, das bleibt auch so. Also ich verlasse mich da mal drauf, ne? Okay. Alles fertig, wir sind bereit. Paar Sachen sind auch immer in Entwicklung, falls ihr euch wundert, warum ich immer manchmal keine Punkte habe. Ich habe hier tatsächlich sogar wieder mal Ressourcenpunkte mit dem Trainingsprogramm alles perfekt gemacht. 575 von 575. Der Teamkollege trägt ja auch noch was bei. Und dann gibt es auch noch ein paar andere Sachen. Also man kriegt schon ordentlich was. Also in nächster Zeit dann auf jeden Fall ein bisschen weiterentwickeln müssen wieder das Chassis. Das ist das Einzige, was ein bisschen schwach ist. Aber wir werden immer stärker. Aber der Teamkollege muss auch immer stärker werden. Das heißt, wir brauchen Kohle, ne? Am Ende der Saison gibt es auch wieder ordentlich was. Aber da muss ich mal gucken, was wir da alles mitmachen. Vielleicht ist er auch immer noch nicht so gut, weil er keine Erfahrung hat, so richtig. Ne? Das ist das Einzige, was er nicht so krass hat an Werten. Man kann ja auch doch noch mal einen anderen nehmen, aber dann haben wir den wieder aufgebaut umsonst, ne? Ich weiß es halt nicht. Nicht gut. Sollte man nicht machen. Man ist jetzt auch zu weit. Scheiße. Keine gute Runde. So, einmal hatten wir die 1000 Strafen in Monaco. Da hatte ich ja. Aber ich hätte theoretisch richtig übertreiben können. Ich hätte alles, was ich 10-mal, 100-mal machen können. Ne? Habe ich jetzt nicht. Ich habe jetzt nicht völlig übertrieben. Aber habe ich jetzt so im Nachhinein gedacht. Wenn man das schon macht, dann ist es scheißegal sozusagen. Echt wäre das kein gutes Zeichen, weil das natürlich die Kosten explodieren lässt, ne? Boah, auch wieder so ein bisschen blöd gefahren hier. Trotzdem noch die Bestzeit. Das war keine perfekte Runde.
Also komm nach dieser Runde rein, fahr nach dieser Runde an die Box. Ja, was wir nämlich nicht so gemacht haben, ist das Getriebe. Aber das ist jetzt das fünfte Rennen drin sozusagen, müsste dann noch eins, aber das ist kein Problem. Das ist nicht ganz so tragisch. Es ist nicht gerade so, dass es im kritischen Bereich ist. Ja, wenn das so weitergeht, haben wir nur irgendwie Hamilton als WM-Rival noch für die Weltmeisterschaft. Das ist schon krass. In der zweiten Saison den Titel holen, Stärke 70, ist gar nicht so schwach. Ne? Aber vielleicht spricht es auch dafür, dass das Auto besser wird und dass ich besser werde. Ne? Obwohl ich nur 25% Rennen fahre. Ne? Das könnte man aber auch nochmal erhöhen, aber dann würde das auf jeden Fall nicht an einen Tag kommen. Das kann ich dann schon sagen. Ich weiß auch nicht, ob ich hier... Es könnte sein, dass ich hier 10 Jahre spiele, sozusagen. Aber ob ich 10 Seasons aufnehme, das weiß ich nicht genau. Irgendwann kennt man das ja sozusagen. Aber gut, ich möchte mit euch auf jeden Fall noch auch mal Konstrukteursmeister werden. Ne? So lange würde ich auch noch aufnehmen. Und Fahrermeister haben wir diese Saison schon eine gute Chance. Also da müsste schon viel schief gehen auf jeden Fall. Also es ist noch längst nicht in trockenen Tüchern, aber es sieht schon gut aus. Und hier auch 14. Vorsprung. Letzter Sektor, ja, der war auch nicht optimal. Ersten eigentlich auch nicht, also da geht noch einiges. Also du kannst hier noch unter 1,5 fahren. Der Vries ist gerade schön 10. Das ist gut. Nein, ich will immer überspringen. Das sollte ich mal nicht. Ich soll es lieber hier, ne? Vorspulen. Im Moment fällt keiner, okay. Na gut, nur die gefährdet sind, fahren jetzt anscheinend. 11. ist er noch. Na gut, wenn das so passieren würde, hätte er um 7.000 den 10. Platz verpasst. Ist jetzt noch nicht tragisch, aber nachher. Und Vettel ist aber nur 13. Perez nur 14. Er ist ja noch nicht ausgeschieden, aber das ist halt nicht so weit vorne. Ausgeschieden sind die üblichen. Das ist schon auch ein krasser Unterschied hier. Also hier ist schon ein bisschen, ja, geht schon so in Ordnung. Ja, krass, was man hier für tiefe Zeiten fährt, ne? Das kommt ja schon bald an die echte Zeit ran. Aber hier sind wir auch schon in der zweiten Season und alle haben sich verbessert, deswegen. Ja. Wird immer schneller und schneller. So, ja, das können wir eigentlich auch weiterhin so lassen. Oh, oh, es soll Regen kommen? Achtung, Achtung, bitte schnell raus. Bereit? Ob das so stimmt, weiß ich nicht. Also, vor dem Wochenende hat Jeff was anderes gesagt. Und hier musst du echt im wahrsten Sinne aus dem Fenster gucken, was man machen soll. Er sieht auch sehr bewölkt aus, muss man natürlich dazu sagen. Leclerc hinter mir. Wenn jemand dann zu spät ist und es regnet noch, dann kann jemand rauspurzeln. Haben wir letztes Mal ja auch schon mit Hamilton gesehen. So einen Scheiß mache ich dann nicht. Ich hätte jetzt fast wieder vorgespult, aber dann sah der Wetterbericht komisch aus. Aber wie gesagt, ob das stimmt, weiß ich nicht. Wetterbericht. Das Radar sagt, Wetterveränderung in ungefähr 5 Minuten. Sei wachsam. Trockenreifen passen gerade am besten. Ja, wir haben mittlerweile auch einen guten Motor. Gut.
Natürlich sind wir noch lange kein Mercedes, aber wir sind auf dem Weg. Natürlich an die Spitze. So langsam ist Leclerc nicht. Ah, das ist, da ist die 1-4. Ich hab noch ein, zwei Zehntel hätte ich noch finden können, habe ich so eine Runde. Wir haben nur noch Benzin für eine Runde. Ja gut, unter 1-4 ist dann wirklich noch schwer. Also nicht unmöglich, aber vielleicht auch nicht unmöglich mit meinem Wagen. Bestätigt, du kannst am Ende dieser Runde reinkommen. De Vries gerade so schön Fünfter, vielleicht noch Vierter, egal. Sind noch welche noch drin oder so? Wir werden das wohl noch alles schaffen, bevor der Regen kommt. Dann haben wir uns auch gleich der Reifenverschleiß mit drei Runden. Eigentlich muss ich auch mal ein bisschen langsamer fahren, wenn ich wieder reinfahre. Ne? Aber ich kann es nicht lassen. Und die Outlap fahre ich auch immer ziemlich schnell. Ne? Also das kostet bestimmt auch 1-2% Reifen. Euro 2 vielleicht nicht. Egal. Passt schon. Leclerc ist Zweiter auch. Warte, das ist der Teamkollege, aber das ist nicht so schlimm. Normalerweise wäre der weiter vorne und. Und alles ist ein bisschen breiter in echt, also das ist nicht ganz realistisch hier, ne, irgendwie, gefühlt können wir beide Autos reinholen, weiß ich jetzt aber nicht ganz genau, ob die das auch zeitgleich machen, keine Ahnung, vielleicht ist das doch sogar realistisch. So, was sind denn Jungs? Okay, so also steht der Regen kurz bevor. Zehnter ist jetzt aber De Vries, aber Hamilton und so wird noch kommen. Ja, hat auch nur einen gerade geschlagen, schade. Ja, und das ist schon Elfter. Schade, Hamilton kommt ja immer noch. Ja, der kommt dann wohl nicht weiter. Hätte er sein können. Fast eine Sekunde vor dem zweiten. Ne? Aber im dritten Sektor ist Bottas noch schneller. Aber ist nicht viel. Macht nichts. Und immer noch nicht am Regnen. Fünfter ist nur Hamilton. Okay. Das ist ja nicht so krass. Ich bin schon deutlich überlegen. Mann. Also das ist echt nice. Aber ist natürlich dann langsam auch mal die Frage, ob die Schwierigkeit zu niedrig ist. Ne? Aber ich stelle die diese Saison nicht mehr hoch. Dann ist das so. Aber vielleicht nächste Saison. Vielleicht auch nächste Saison 50% Rennen. Aber wie gesagt, dann mache ich das nicht. Dann kommen nicht beide Parts. Das wird zu viel. Mal gucken, ne? Nächste Saison möchte ich auch mit Konstrukteursmeisterschaft ein bisschen mehr angreifen. Ich hoffe dann auf den Teamkollegen natürlich. Ne? Das heißt, wir müssen den unbedingt aufbauen oder wir müssen uns doch einen neuen holen. Wenn du während eines Boxenstopps etwas spezielles Wissen oder Änderungen am Auto vornehmen möchtest, kannst du mir das über Funk mitteilen. Aktiviere das System durch Drücken und Halten der Funktaste. Du kannst den Befehl aussprechen oder ihn manuell am Funkbildschirm auf der Multifunktionsanzeige auswählen. Der Multifunktionsanzeige eine halbe Sekunde fehlt. Während das Funkgerät aktiv ist, kannst Science. Du mit der MFA-Taste durch die Befehlsgruppen. Science ist noch nicht so richtig gefahren anscheinend. Ah gut, wir spulen mal vor. Na gut, jetzt fährt er gerade.
Ja, da fahren natürlich nur die hinten raus. De Vries, Ocon und Sainz. Okay, zum Beispiel so Norris, der 13. ist, der versucht das nicht mal. Perez, Stroll. Warum? Und Albon und so sind sie alle sicher, ne? Ist überhaupt klar. Aber ist immer noch trocken. Gut, dann gucken wir mal unser schönes Auto an. Bleibt erstmal diese Saison. Vielleicht auch mal sehen, was wir nächste Saison für ein Design haben. Ist ja schon wieder das 11. Rennen hier, also schon quasi Halbzeit. 16.3, 0.2 hat er gefahren und jetzt langsamer, das ist schlecht. Hier so, dann müsste er, ja, hat das denn gar nicht so schlecht gewesen? Hm. Der hat, schafft das eh nicht. 30.1, wenn er sich dann da nicht verbessert. Dann müsste schon unter 30 fahren. Ne, gut, alles klar. Es fängt so an zu regnen, ne? Und der ist sogar noch, ja, ein Platz nach hinten gerutscht, natürlich. Sainz hat es auch natürlich nicht mehr weiter geschafft und die, also alle nicht mehr. Die danach haben es gar nicht erst versucht, mehr weiterzufahren. Ja, vielleicht wegen dem Regen, aber ich habe keine Ahnung. So, ja, also die Frage, bleibt das jetzt regnerisch oder nicht? Ist natürlich dann wieder eine gewisse Lotterie, ne? Ja, Wetter sagt, es bleibt so jetzt. Okay. Kann man noch mit Trockenreifen fahren? Ernsthaft? Plus 5 Sekunden. Na gut. Dann fahre ich lieber schnell raus. Alles klar. Ist wohl nicht so nass. Er sagt, wir sind nicht zu empfohlenen Reifenmischung, bla bla. Mal gucken, ob das alles so geht. Na, die Zeiten werden natürlich im Keller gehen. Aber die fahren auch rum. Da wird es gleich eher schlechter. Also, eigentlich sind wir schon spät raus. Eine Minute des Goldwagens schon um. Das machen die echt eigentlich manchmal nicht, weil die so ein Gentleman's Agreement haben, teilweise. Aber halten sie auch nicht immer dran. Also, dass man auf der Outlap eigentlich keinen überholt. Eigentlich, ne? Ich glaube, ich kann auch gleich nochmal ganz normal Gas geben. Ist nur ein bisschen feucht. Das heißt, die zweite Runde wird wahrscheinlich eh langsamer. Wollen wir ja nicht unbedingt fahren. Weiß ich nicht. Hier kann man das perfekt umstellen, ne? Irgendwie. Es passt so, wie die Strecke so verläuft. So sein Benzin und sein ERS. Dann mache ich das immer gerne aus, das kennt man ja von mir. Hätte auch hinter ihnen bleiben können, das wäre auch nicht so schlimm gewesen. Danach ist noch eine große Lücke zum nächsten Mercedes. Mercedes ist mir egal. Kennt das noch jemand? Das kennen auch nur ein, zwei Leute.
aber ganz ehrlich, es mag auch am guten Auto liegen und an guten Punkten, an den guten Ergebnissen teilweise hier, ne? Aber mittlerweile finde ich diesen Modus und dieses Auto mit fast am besten. Das macht mir eigentlich so mit am meisten Spaß, ne? Muss ich leider sagen. Kann ich nicht im Multiplayer fahren? Mann, das ist richtig gut geworden, der Wagen. Geht klar, Boxenstopp in dieser Runde. So, man fuhr jetzt ungefähr 4 Sekunden langsam, also ich zumindest. Der Regen ist zwar nicht so stark, aber der wird ja nicht aufhören. Ich glaube, oder der wird gerade stärker, ne? Die Kamera beschlägt mehr. Das heißt, die Zeiten werden jetzt nicht unbedingt schneller. Guck mal, da fährt man in 6-7 Minuten erst wieder. Ich glaube, da geht nichts mehr. Aber ich bin ja auch oben, ist auch kein Problem. Controller fühlt sich jetzt immer noch sehr ungewohnt an und sehr leicht an. Am Wochenende Go-Kart gefahren, da ist natürlich ein anderes Lenkrad. Das merkt man so ein bisschen, aber egal, das nur mal dazu. So, und die sind deutlich langsamer auch. Verstappen, was der mit den Alfa Romeo macht, aber der ist hier etwas besser entwickelt. Also zum Beispiel Courier ist 17er oder so. Naja, wir haben alle drei Bestzeiten. Ich glaube. Jetzt könnte man nochmal überlegen. Ich kann es probieren, aber. Also angeblich schneller sein, aber. 1,40 mit der, also Stand mit diesen Zeiten könnte man noch rausfahren. Fährt überhaupt jemand raus? Ich höre gar nichts. Ja, mir fährt keiner. Die haben das wohl auch eingesehen, dann bleibt das wohl so. Hamilton natürlich genau hinter uns. Unsere Rivale Bottas. Okay, aber die werden wir gleich. Die Rivalität werden wir gleich gewinnen. Brauchen nur einen Punkt. Und wir sind ja auch deutlich vor dem. Und es fährt tatsächlich keiner mehr. Alles klar. Weil es auch keinen Sinn macht. Das Qualifying ist beendet und wir werfen noch einmal einen Blick auf unsere Top 3. Der Professor, Hamilton und Charles Leclerc. Hier sieht man nochmal die schöne Rangliste. Fürs Erste verabschiede ich mich von Ihnen, aber richtig los geht es ja ohnehin erst morgen. Seien Sie auf jeden Fall mit dabei, wenn es ums Eingemachte geht. Ja, aber De Vries, Courier sind natürlich bei den Nullern dabei. Genauso wie Russell, Raikön, Magnussen, Latifi. Raikön, Magnussen wundert mich ein bisschen. Oder sie Williams das nicht mal schaffen. Ah, weiß ich auch nicht. Gut. Rivalität ist dann im Sack. Pole ist im Sack. Kaching. Na, geht da unten noch ein Level oder? Okay, noch nicht, ganz knapp. Das war ein erfolgreiches Qualifying. Ich bin der blöde Jeff. Ich sag immer dieselbe Scheiße. Achtung, jetzt kommt's. Oder es kommt noch ein Interview. Okay, das nennt sich wohl erfolgreiches Qualifying. Damit haben wir im Rennen eine gute Chance. Ja, alles heilen lassen, bla bla bla. Gut, gibt's noch?
irgendwie eine Strafe oder so. Mal gucken. Willkommen in den wunderschönen Bergen der Steiermark zu einem weiteren Kapitel in der Geschichte des Großen Preises von Österreich. Die Strecke in Spielberg befindet sich ungefähr 700 Meter über dem Meeresspiegel und ist mit ihren gerade mal 10 Kurven eine der kürzesten Rennstrecken der Saison. Für eine Runde müssen die Fahrer hier 4,18 Kilometer zurücklegen. Die besten Chancen zum Überholen gibt es nach Start und Ziel in Kurve 1 und dann nach dem steilen Bergaufstück beim Anbremsen zur Kurve 3. Und wie immer ist bei mir Stefan Römer. Reden wir über den Professor. Was denkst du über ihre bisherige Performance in dieser Saison? Es war ein sehr solides Jahr für sie und es gab natürlich jede Menge unglaubliche Leistungen. Aber was mich wirklich überrascht hat, war die Konsistenz. Mit dieser Form erwarte ich heute ein weiteres spannendes Rennen. Die Konsistenz oder meine die Konstanz? Ich weiß auch nicht. Gehen wir die Startaufstellung der Fahrer für das aufregende Rennen von heute durch. Der Professor startet aus der Pole Position. Und Lewis Hamilton macht die erste Reihe komplett. Die restliche Startaufstellung sieht aus wie folgt. Leclerc, Bottas, Dani Quert und Vettel. Verstappen, Ricciardo, Gasly und Alexander Albon. Stroll, Perez, Lando Norris und Sainz, De Vries, Ocon, Juan Manuel Correa und Antonio Giovinazzi. Raikkonen, Magnussen, Russell und Nicolas Latifi. Also dann, gut, keine Strafen, schade. Runter zur Strecke für das heutige Rennen. Er hätte mich für meinen Teamkollegen ein bisschen gefreut, sag ich mal so. Im letzten Rennen haben wir Punkte geholt. Strengen wir uns an, damit es so weitergeht. Ja, gut, dann sehen wir uns beim Rennen wieder. Von der Pole aus, ich hoffe keinen Frühstart, aber das wird schon. Mal sehen, ob es noch Regen gibt. Es sieht ein bisschen bewölkt aus. Mal sehen. Vielleicht der 4. Sieg in Folge, das ist so geil. Naja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin.